Hallo liebe Zuschauer von Drushbo FM, heute sind wir wieder zu Gast bei Wilhelm Domke Schulz, einem Filmemacher, der zwei Filme gemacht hat über Odessa-Tragödie und über Donbass. Die Filme können Sie alle auf unserer YouTube-Seite, solange die noch gibt, unserem Kanal sehen, aber wir haben auch Telegram und Odyssey. Alle Links sind natürlich im Videobeschreibung und unterstützen Sie uns durch Abonnieren von unserem Telegram-Kanal, weil so kann ja die westliche Zensur uns nicht so einfach holen. Und das ist ja auch das Problem, aktuell auch in Deutschland. Darüber werden wir etwas später sprechen. Wilhelm war jetzt in Russland, ne? Wie komisch das alles klingt, aber er war vor kurzem in Russland und zwar auf einem Filmfestival. Und er hat hier so eine schöne Auszeichnung gekriegt. Ein goldene Vitez heißt das. Der Wilhelm hat erstmal gesagt, das ist ein Ritter. Nein, es ist ein uralter russischer, es ist kein Krieger, sondern ein Landsverteidiger. Und das waren auch quasi so Volksanführer, die hießen dann Vitezi. Man könnte sie mit Ritter rein von der Rüstung her und der Funktion vergleichen, aber die haben nicht die Interesse der Führende vertreten, sondern des Volkes und haben Mutterchen Russland verteidigt. So, du bist quasi jetzt der Verteidiger geworden. Meine Hochachtung und gratuliere. Heutzutage nach Russland zu fahren, ist ja nicht so einfach. Erstens, meine erste Frage, warum haben dich Russen überhaupt eingeladen? Na, ich denke, das hat also ursächlich wirklich mit den Filmen zu tun. Also ich habe ja mit der Filmbranche oder mit einigen aus der Filmbranche ja schon seit einigen Jahren zu tun. Ich habe ja schon vor 2014 also in der Ukraine auch gedreht, Filme gemacht für dieses, wie heißt das, Staatsfernsehen, zwangsfinanzierte Staatsfernsehen, irgendwie so heißt das, glaube ich. Ja, genau. Und dadurch haben sich so verschiedene Beziehungen entwickelt, also auch zur Filmszene in Russland. Und gerade nachdem der Odessa-Film entstanden ist, gab es auch immer mehr Kollegenkontakte. Und das Erstaunliche war, also der Chef vom Mamontov-Studio, das ist ja ein ziemlich großes Studio in Russland, also auch ein Filmproduzent, die fürs Fernsehen, fürs Kino, so für verschiedene Sachen arbeiten, also nicht so ganz unbedeutend. Die kannten meinen Odessa-Film und haben den empfohlen, also zu dem Festival. Also das ist schon eine Sache, die, glaube ich, nicht so alltäglich ist, also wenn man so eine Empfehlung bekommt. Normalerweise bewirbt man sich irgendwie und entweder der Film wird gesehen bei der Auswahl oder nicht. Und das sind ja immer sehr viele Unwägbarkeiten bei solchen Sachen, aber dadurch bin ich eigentlich zu dem Festival gekommen. Also die haben den sich natürlich angesehen, das war jetzt nicht nur die Empfehlung, sondern haben sich den Film angeguckt. Dann habe ich ihnen auch noch selbst hinterhergeschrieben, dass ich auch noch einen neuen Film habe über den Donbass. Haben die Filme sich angesehen, die Auswahlkommission hat sich das angesehen und haben gesagt, jawohl, die wollen wir zeigen, also beide denn auch. Was waren da noch für Filme von der russischen Seite? War es jetzt nur du als westlicher Filmemacher eingeladen oder gab es auch aus anderen Ländern Filmemacher und Regisseure? Also aus weiter westlich von Russland gelegen, ja, nämlich aus Serbien. Ja, ich denke, es hat einfach damit zu tun, ich habe hier mal so die Broschüre vom Festival, wo auch das Programm drin ist und das Motto. Und das Motto dieses Jahres, also war die 31. Ausgabe von dem, wie immer so ganz bescheiden gesagt wird, der russische Oscar. Also ich habe hier den russischen Oscar gekriegt, wobei immer dazu gesagt wurde, es ist besser als der Oscar, weil bei der Oscar-Verleihung werden meistens ideologisch recht fragwürdige Filme ausgezeichnet und die stehen hier jetzt zum Beispiel in diesem Jahr bei der 31. Ausgabe unter dem Motto Protiv Narzisma, also gegen Filme, gegen den Narzissmus, Filme gegen den Faschismus. Ja, und da ist ja die Filmlandschaft im Westen nicht so übersät mit, also deswegen waren da... Obwohl, also die letzten Zeiten gab es ja genug Kampagnen gegen Rechts und Omas und sonst noch was. Jetzt gegen... Omas gegen Rechts, Also gegen AfD und sonst noch was und
Aber so Festivals gegen Narzissmus gibt es nicht, ne? Also hier. Nee, also ich muss jetzt gerade sagen, aus der Gegend, in der ich lebe, da gehört ja Leipzig mit dazu. Und das war ja schon zu Studentenzeiten in den 80er Jahren. Also ich war ja an der Filmhochschule in Babelsberg. Da war das so ein Muss, jedes Jahr im Herbst, Ende November nach Leipzig zur internationalen Doc-Filmwoche. Und die war Filme der Welt für den Frieden der Welt mit der Friedenstaube. Also da war das antifaschistische Thema ganz groß. Ja, das Festival gibt es noch, die Taube ist weggeflogen. Gegen Narzissmus hat man scheinbar ohne mehr allzu viel. Das wird dann als Demokratiebewegung im Osten verkauft. Also es hat sich ja da auch viel geändert. Also die Festivals sind nicht mehr so solchen Themen aufgeschlossen im Westen. Also meinst du, es kommen eh bald Filme für Lieferungen von Waffen nach irgendwo als gegen Narzissmus hier in Deutschland? Naja, könnte man. Es geht ja um Demokratieexport. So. Also wir exportieren ja Demokratie mit Leopardpanzern und Panzerfäusten und weiß nicht, irgendwelchen B-50-Bombern oder so. Ne? Wie in Jugoslawien haben wir ja auch erfolgreich die Demokratie exportiert oder Afghanistan. Also da haben wir erstmal Demokratie hin exportiert. Ja, das passiert merkwürdigerweise mit Waffen. Erst Waffen, dann Demokratie oder wie ist das Konzept? Genau. Nee, erst die Waffen und dann klappt es mit der Demokratie nicht. Ah, okay, gut. Aber man hat es versucht. Ne, das ist ja die Hauptsache. Man hat es ja versucht. Also ich vergleiche das immer so mit der bösen DDR-Diktaturzeit. Da hat man ja auch Export betrieben. Und zwar zum Beispiel gab es eine Freundschaftsbrigade der FDJ. Also die sind mit W50-Lastern, mit Agrarmaschinen, mit Saatgut nach Afrika gefahren und haben da geholfen, die Landwirtschaft aufzubauen, damit die in Afrika ihre eigenen Lebensmittel produzieren. Das war der Export der östlichen Werte sozusagen, also aber mit nicht so großer Sprengkraft. Also die Samen sind zwar aufgeplatzt und da kamen dann so Pflanzen raus, aber die hatten nicht so die Wirkung wie NATO-Bomben. Es passt aber nicht zum westlichen Bild. Ich bin ja gestern in Berlin reingefahren, so also kurz vor dem Brandenburger Tor steht ja dieses kurze Mauerstück, wo steht den Opfer des Mauer. Sind das aber dieselben FDJ oder wie? Wie jetzt FDJ? Also die an der Grenze gearbeitet haben quasi, weil im Westen ist ja alles, was DDR heißt ja die, also der erste Gedanke ist ideologisch ja die Opfer am Mauer, ja. Ne? Also diese 700 Erschossene oder so. Ja, ja. Das heißt, die gleichen Leute haben dann die Afrika gerettet und dann ihre Kultur und auch gleichzeitig die Leute erschossen. Ja, so ungefähr ist ja, glaube ich, so das Weltbild, wobei man das ja mal weglässt. Also die Afrika-Hilfe, die ist ja nicht erwähnenswert, genauso wie die Toten, die jeden Tag jetzt in Donetsk zum Beispiel produziert werden, dank westlicher Waffenhilfe durch die ukrainische Armee und durch die Nationalisten, wo da die Wohngebiete beschossen werden, jeden Tag Menschen sterben, das ist ja nicht berichtenswert. Also das heißt, die FDJ-Hilfe ist nicht berichtenswert, weil die macht ja was. Das würde ja auch dem westlichen Bild völlig widersprechen. Also die westliche Hilfe sieht ja aus, wir liefern Lebensmittel von europäischen Produzenten, durch Steuermittel finanziert, nach Afrika und schenken das da den Leuten, damit die nicht hungern, wodurch sich natürlich die afrikanische Landwirtschaft enorm entwickeln kann. Weil warum soll man jetzt vom eigenen Nachbarn in Afrika Produkte kaufen, wenn man westliche Lebensmittel geschenkt kriegt? Also das ist ein enormer Schub für die Landwirtschaftsentwicklung in Afrika, wenn man westliche Hungerhilfe betreibt. Und das hat man im Sozialismus anders verstanden. Das ist ja ungefähr so, wie es jetzt mit dem Ukrainer. Es wird ja hier viel geschrieben darüber, dass man jetzt das Weizen ganz schnell aus der Ukraine ausfuhren muss. Das Weizen, die Welt hungert, ne, weil sie ja nichts mehr produzieren kann in Afrika. Aber denkt da einer an das Herbst und Winter in Ukraine, wo kein Lebensmittel da ist? Ist es das westliche Vorgehensweise so? Ja, na klar. Also um da ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da länger ausholen sollte. Das Problem ist, man macht sich, glaube ich, immer ein falsches Bild, weil das so vermittelt wird. Ne? Es wird einem ja von Geburt an suggeriert, wir sind die Juden, wir machen Demokratie. Jeder, der da nicht mitspielt, ist antidemokratisch und Diktatur und keine Ahnung. Das heißt also, wir sind die ganz Positiven. Aber wenn man die Handlungen betrachtet, ja, Waffenexport, Kriegsexport,
Zerstören von Ländern, Stürzen von Regierungen, also alles, was da so betrieben wird vom Westen, wenn man das zurückführt auf die Leute, die dafür die Verantwortung tragen, ist es ja aus meiner Sicht, ich benutze da jetzt in letzter Zeit gerne die Formulierung von dem Pjotr Simonenko, also der Chef, der mittlerweile in Ukraine ja auch schon seit ein paar Jahren verbotenen kommunistischen Partei, insofern haben sie der BRD-Tradition sozusagen gefolgt. Ne? Da hat man die schon in 15 Jahren verboten, die einzige Opposition, die den Namen hätte verdient hat. Und das hat man in der Ukraine auch gemacht. Und der benutzte mal den Begriff der debilen Psychopathen. Also wenn man das jetzt nimmt, das Bild, also für die Entscheidungseliten im Westen, wenn man die nach ihren Handlungen beurteilt, finde ich einen recht zutreffenden Begriff. Also man könnte die auch noch in zwei Gruppen unterteilen, in kriminelle Psychopathen und in debile Psychopathen. Also so handeln die ja. Die handeln so in ihrem ideologischen Wahn, dass es denn nicht nur die Länder, den Ländern Schaden zufügt, gegen die diese Politik gerichtet ist, sondern im immer zunehmenden Maße ja auch gegen die eigene Bevölkerung. Also, ich weiß nicht, da müsste man sich mal mit Psychologen unterhalten, ob das psychopathisches Verhalten ist. Das also ist ja mit auch Verantwortungsbewusstsein hat das nichts zu tun. Unsere Medien mögen ja sehr diesen Psychoverhalten von anderen, also von Putin, von Assad und sonst jemandem immer zu untersuchen, außer Obama, Biden, Merkel und alle anderen. Also da sind die ja geübt. Du warst ja jetzt in Russland, hast auch dir diese Filme und hast auch Kontakte zum russischen Filmemacher. Es ist ja bekannt, dass in Russland auch diese Hollywood-Kultur sehr verbreitet ist. Gibt es da Veränderungen in der Gesellschaft und auch in dieser Filmemacher-Szene? Und wenn ja, in welche Richtung? Ja, dieser Einfluss auch durch den Westen, also was ja auch dazu geführt hat, so eine Art, ist ja dieser Begriff, der auch benutzt wird, also Blockbuster zu produzieren, ja, die wo man dann schon ein bisschen genauer hingucken muss, gerade bei den Produktionen in den letzten 10, 15 Jahren, was daran denn eigentlich noch russisch ist. Also da findet man dann Rudimente, die noch mit der Seele und mit der Kultur zu tun hat, aber doch sehr westlich orientiert. Und ich denke, gerade die letzten Jahre, angefangen von 2014 und insbesondere jetzt auch in diesem Jahr, zeigen ja auch eine gewisse Schockwirkung in der russischen Gesellschaft, weil der Westen ja immer mehr seine Maske fallen lässt. Also diese Wirkung hat man ja nicht nur im Inland, dass immer mehr Menschen, die so dachten, ach, das Land ist doch so schön und wir leben doch in einer tollen Gesellschaft, dass die immer mehr merken, was das wirklich für eine Gesellschaft ist, in der sie hier leben. Und diese Auswirkungen hat es auch in Russland. Also die man da als Liberale bezeichnet, das heißt, das sind die Vertreter des Globalismus und die der westlichen Ideologie anhängen und von westlichen Stiftungen, Kulturförderung, sonst was für Sachen so beeinflusst sind, dass sie denken, hier fliegen die gebratenen Demokratietauben vom Himmel, so ungefähr. Die sind gerade in der Kulturszene sehr verbreitet. Und da gibt es aber mittlerweile eine stärker werdende Gegenbewegung, die also gegen diese globalistisch-imperialistischen Werte sich wenden und sagen, wir müssen uns mehr auf uns selber besinnen, auf die Nation, auf den Staat, auf das Volk, dass es dem Volk jutiert, dass sich unser Staat entwickeln kann. Und diese westliche permanente Einflussnahme einzudämmen oder zurückzudrängen. Und da gehört ja dieses Festival absolut dazu, weil das ist ja schon vor 31 Jahren gegründet worden und der Auslöser für dieses Festival, also gehört damit auch zu den ältesten und traditionsreichsten mittlerweile und bekanntesten und großen Festivals in Russland. Und der Auslöser war ja dieser schlagartige Einfluss durch den Westen, also der Gründer hier, der Nikolai Bolyajew, gehört ja zu sehr bekannten Schauspielern. Also der ist der Chef sozusagen dieses Festivals. Wer sich mit der russischen Filmszene ein bisschen auskennt, der hat in Iwans Kindheit, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, also ist so einer über den Zweiten Weltkrieg, also einer sowjetischer Kriegsklassiker, da hat der die Hauptrolle gespielt. Also Iwan, dieses Kind, der im
Krieg lebt und gegen den Faschismus kämpft. Und der nächste große Film war, wie heißt er? Jetzt zeigt den, ist mir der Name weggerutscht. Also auch ein großer sowjetischer Film, fällt mir noch ein, hänge ich danach. Also auf jeden Fall war der ein viel beschäftigter Mossfilm. Darsteller, und das brach ja dann nur alles ein mit der westlichen Einflussnahme 1990. Ne? Also vorher hat Mossfilm dutzende Filme im Jahr produziert, dann war es nur noch einer. Also er stand ja auch vorm dank westlicher Einflussnahme in Russland Anfang der 90er Jahre quasi ja auch vorm Aus, vor dem beruflichen. Und nur, dass er einen anderen Schluss gezogen hat, nämlich nicht einen resignativen oder einen verzweifelten oder sonst wie, sondern hat gesagt, jetzt gründig dieses Festival und motiviere die Leute dazu, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich nicht vom Westen vereinnahmen zu lassen, sondern für ihr Land aufzustehen und für ihr Land was zu tun. Also da gehört er zu den Ersten. Und jetzt vertritt er auch diese Richtung, natürlich nicht allein, sondern mit vielen anderen, die eben mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gegenüber dem Westen dort entwickeln wollen, also gegen diese westlichen Unwerte. Naja, so ist das entstanden, und da steht also quasi dieses Festival für diese Entwicklung, die da in der Filmszene passiert. Wie stark ist noch der Einfluss auf jetzt russische Filmemacher, aber auch Politiker, also quasi diese zweite Weltgeschichte? Hat das noch was im Köpfe und bewegt das noch die Leute? Weil ich merke jetzt hier im Westen, vor allem in Westdeutschland, man kennt den Krieg nicht mehr, also auch jetzt im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung, dass man gar nicht versteht, wie schrecklich das ist. Gibt es diese Kriegserinnerung noch in Russland? Naja, auf jeden Fall. Also, dass man die hier nicht kennt, das hat ja damit zu tun, dass diese westliche Gesellschaft sich ja auch im Osten einverleimt hat. Insofern ist hier auch so eine Vergessens- und Verdrängungskultur mit der westlichen Kolonisation sozusagen hier mit eingefallen, wobei wir ja 40 Jahre lang eine andere Tradition hatten, also die antifaschistische, wo diese Gedanken an Krieg noch hochgehalten wurde, dass das im Westen und gerade in dem westdeutsch dominierten Deutschland, was wir jetzt hier leider Gottes vorfinden, nicht so ist, hat ja mit Schuldverdrängung zu tun. Also die Täter möchten nicht jeden Tag daran erinnert werden, wie viele Millionen Opfer sie zu verschulden haben. Deswegen guckt man immer auf die 3000 Mauertoten, die schlimm sind. Dagegen ist nichts zu sagen. Man muss nicht Leute erschießen, weil sie das Land verlassen wollen. Also das ist ein Verbrechen, das ist klar. Nur was ist mit den 27 Millionen Toten in der Sowjetunion und mit den insgesamt 80 Millionen Opfern des Zweiten Weltkriegs? Die wiegen denn nicht ganz so schwer wie die 3000 Mauertote oder wie? Deswegen stellt man DDR und Faschismus auf eine Linie. Also ich will jetzt hier nicht Zahlen und Tote gegeneinander aufwiegen, aber es ist schon ein kleiner Unterschied, wenn eine Nation, ein Staat, ein Rechtsnachfolger dieses Staates, der Rechtsnachfolger dieses Staates 80 Millionen zu verantworten hat oder 3000, andere Länder überfallen hat, keine anderen Länder überfallen hat, 6 Millionen Juden ermordet hat, keine Juden ermordet hat. Also ist schon ein kleiner Unterschied, da sollte man kein Gleichheitszeichen zwischen ziehen. Und vor allem die Sowjetunion hat ja das Ermorden von Juden gestoppt. Ja. Auch der sowjetische Soldat, der ja ein Kommunist war. Ja. Hast du eine persönliche Geschichte im Zusammenhang mit Krieg, was dich daran erinnert, wie das war aus deiner Familie? Naja, da gibt es gibt verschiedene Episoden. Also mein Großvater zum Beispiel, der hatte in seiner Jugendzeit, ist ja nur schon ein bisschen her, ist ja auch schon lange tot, der hatte im zaristischen Petersburg Tanz studiert. Und hat dann Künstlerlaufbahn eingeschlagen. Als der Krieg war, war er also sozusagen aus dem Alter raus. Und der hatte Frontbetreuung an der Ostfront gemacht. Also hat so eine Varieté-Aufführung, so diese die Belustigung von Wehrmachtssoldaten an der Front, damit sie mal ein bisschen abgelenkt werden.
Das erste Mal, wo er also innerhalb der Familie damit konfrontiert wurde, war, als die Schlacht am Kursker Bogen losging, war er gerade mit seinem Frontzug und den ganzen Tanzmiezen und Künstlern in Oriol. Und als sich der Kessel schloss, wäre er da normalerweise reingeraten. Also ich weiß nicht, was das für Auswirkungen auf die Familie gehabt hätte. Auf jeden Fall hat er denn den deutschen Lokführer von einem unter Dampf stehenden Zug in Oriol überredet, gegen die Befehle zu verstoßen, seinen Varieté-Leute alle in die Waggons zu laden und aus Oriol rauszufahren. Und das war der letzte Zug, der den Kessel verlassen hat. Also insofern, das hätte auch böse enden können. Aber die andere interessante Geschichte war, also dass also er zum Beispiel stand ja den Kommunisten nahe, das konnte man ja damals nicht so richtig offen sagen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht sehr, sehr gesund gewesen, dass er eigentlich mit zur kommunistischen Bewegung gehört hat. Also das war dann, das konnte man dann hinterher erzählen. Insofern war in unserer Familie ja nicht diese Abneigung gegen die Russen. Also er konnte ein bisschen Russisch, hatte Russland ja schon kennengelernt in seiner Jugend. Und diese Abneigung war nicht da. Also da war eigentlich ein positives Verhältnis zu der Kultur und zu dem Land. Und eine der einschneidenden Geschichten war, glaube ich, Ende April 1945 in Berlin, als so die Kämpfe sich dann immer mehr Richtung Stadtzentrum verschoben. Da waren meine Großeltern und meine Mutter in einem Bunker am Friedhof in Karlshorst. Und da näherte sich also der Beschuss und das Artilleriefeuer und die russische Armee näherte sich und die saßen da in dem Bunker. Und als dann das ein bisschen ruhiger wurde, stand eine von den Frauen, die da in dem Bunker waren, auf, machte die Tür auf, um zu gucken, ob man jetzt raus kann. Sofort setzte das Feuer direkt auf diese Bunkertür ein, also machten sie die wieder zu. Und zwei Stunden später wurde es wieder ruhiger. Gingen sie wieder zu der Tür, machten die wieder auf. Diesmal stand ein T-34 von der Roten Armee quer davor. Also der stand quer vor der Tür. Und hinterher stellte sich raus, dass der Beschuss auf die Bunkertür, der kam vom Werwolf. So eine Querstraße weiter. Also weil so der letzte Führerbefehl war ja, wenn das deutsche Volk zu schwach war, um den Krieg zu gewinnen, dann soll es mit mir zusammen untergehen. Deswegen wurden ja auch die U-Bahn-Stationen in Berlin, die voller Flüchtlinge waren, unter Wasser gesetzt von Deutschen. Die haben ihre eigenen Flüchtlinge ersäuft, weil die ja zu schwach waren, gegen den Russen zu siegen. So, und deswegen haben die Werwolf-Leute auf den Bunker geschossen. Die wollten ihre eigenen deutschen Zivilisten erschießen. Und der T-34 hat das verhindert, hat sich davor gestellt, damit die nicht beschossen werden und hat dann mit so zwei, drei Kanonenladungen mal dem Werwolf gezeigt, was Kriegsende ist. So, das heißt, also meine Mutter hat ihr Leben den sowjetischen Soldaten in Berlin zu verdanken und hat dann später auch in der Kommandantur bei Bersarin gearbeitet. Also insofern ist da, glaube ich, das Kriegsende für unsere Familie ein bisschen anders verlaufen als bei vielen, gerade Westdeutschen, die Katastrophe, schlimm, Untergang, bar. Also ich denke, da war das bei Westdeutschen waren ja die Amerikaner am Bomben und ja, nicht die Russen. Ja, das waren ja friedliche Bomben. Achso, ja, stimmt. Das erinnert mich jetzt so gerade an die russische Propaganda, wo sie immer erzählt haben, dass gerade so im Mariupol, ne, die Nazis, die Ostukraine als Schutzschild genommen haben und auch gab es auch Berichte von Leuten, die dort waren, von Zivilisten, dass die auch auf die gezielt geschossen haben, auch die Häuser zerbombt, weil eigentlich, also wenn das jetzt stimmen würde, dann würde ja in diesem Nazi-Bild passen, weil für die echten Nazi-Ukrainer sind ja die Ostbewohner ja Russen. Ja, ja. Und die sind ja, die besetzen, also die sind quasi da, falsch auf dem Land, dann kann man die auch mit eliminieren, wenn man selbst untergeht, ne, unter dem russischen Feuer. Mhm. Ist halt so eine Parallele. Also ideologisch würde erst in diesen Nazismus passen, ne, also diesen Faschismus. Ja, auf jeden Fall. Also, weil das habe ich ja durch die Recherchen erlebt. Also, dass der, bis ich den Odessa-Film gemacht habe, da gingen ja 2 Jahre Recherche voraus. Also, ich habe ja bis 2016, 2017, also von 2014 an
bis 2016, 17 ja, mit der Recherche zu tun gehabt, was da überhaupt in Odessa an dem einen Tag passiert ist. Also wer waren die Beteiligten, warum ist es passiert, welche Ideologien stecken dahinter, welche Kräfteverhältnisse, welche Personen, welche Organisationen und so weiter. Also es war eine ziemlich umfangreiche Recherche, weil aus den westlichen Medien hat man ja dazu nichts erfahren. Also musste ich ja alles selber recherchieren. Ne? Also die Tagesschau berichtete da über tolle, weiß ich nicht, Revolutionäre da in der Ukraine und das Realbild sah ein bisschen anders aus. Und das waren ja auch vor Ort Recherchen, also mit Zeugen gesprochen. Also nicht, ich habe jetzt nicht irgendwelche Bücher darüber gelesen oder mir irgendwelche Sendungen angesehen, sondern es sind ja Primärrecherchen gewesen, also am Originalmaterial, an Originalaufnahmen, Zeugen und so weiter. Und da kriegte man ja dann langsam mit, was da auch für eine Ideologie dahinter steckt. Und die haben ja so, ja, nachdem so die Leute im Gewerkschaftshaus umgebracht haben, so die Anführer, die haben ja davon gesprochen, dass sie Kartoffelkäfer verbrannt haben, um die Ukraine zu retten. Das heißt, die Russischsprachigen sind für die Kartoffelkäfer. Das erinnert mich so ein bisschen an den russischen Untermenschen. Ja, an die Bolschewike. Die Bolschewike. Ja, jüdisch-bolschewistische Untermenschen war der Begriff damals. Jüdisch-bolschewistische Untermenschen. Also so scheinen ja hier noch einige immer noch zu ticken, wenn sie denn Russen beschimpfen in Deutschland nur, weil sie Russen sind oder weil sie ein russisches Kaffee haben oder weil sie die russische Fahne hat. Da kommt dann immer so der jüdisch-bolschewistische Untermensch, kommt so, blinkt so aus den Augen des deutschen Gutmenschen. Also finde ich interessant. Und das ist ja in der Ukraine dasselbe. Das ist dasselbe Menschenbild. Das ist dasselbe faschistische Menschenbild wie damals im Dritten Reich mit den jüdisch-bolschewistischen Untermenschen, die man unbedingt da vertilgen, verbrennen, erschießen, verbuddeln musste, weil das ja bloß Untermenschen waren. Also da ist wahrscheinlich Mensch schon zu viel. Also Unterwesen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und so ticken die ja auch. Also für die erschießen ja keine Zivilisten, die erschießen keine Menschen, die vernichten Kartoffelkäfer. Und nach 8 Jahren hat sich das ja noch weiterentwickelt, dieses Ideologische in diese Köpfe. Ja, aber diese pro-westliche Regierung in der Ukraine, die quasi, weil die Leute, die in Odessa Bolschewiken verbrannt haben, weil das waren ja meistens die Linken übrigens. Antifaschisten. Antifaschisten, das war ja Anti-Maidan. So haben sie sich genannt. Das heißt, es waren keine Russen, sondern das waren Ukrainer, die in Ukraine auch gelebt haben, wollten auch in ihren Staat leben, haben sich aber nicht, die haben halt nicht akzeptiert diesen Putsch. Und dann wurden sie verbrannt. Und aber diese ganze Geschichte und auch diese Regierung, die ja da geblieben ist und sich auch entwickelt hat, die wurde ja von Westen und auch von Deutschland unterstützt. Wie schaffen die das, den Deutschen, die eigentlich antinarzistisch und antinationalistisch, weil wenn man jetzt nur denkt, dass die Frau Merkel nicht einmal die deutsche Fahne in Hände halten wollte, ne? Wie können unsere Politiker, unsere werten Westen das an die Wähler verkaufen? Wie funktioniert das? Das ist eigentlich ja ein Widerspruch in sich. Also ganz kurz gesagt, durch einen Etikettenschwindel. Also Wessig, du hast jetzt Faschismus, muss man drüber reden, wie ist der definiert? Also ist ja erstmal nur ein Schlagwort, also muss man den Inhalt definieren, aber wir gehen mal davon aus, wir haben drüber gesprochen oder machen es noch, also wir haben Faschismus. Und jetzt nimmst du da so ein Abziehding und klebst westliche Demokratie rüber. Also man dreht einfach immer alles um. Also man kommt sich ja ständig vor wie in einer verkehrten Welt, wie in so einer umgedrehten Welt. Ja, also Faschisten sind denn die Ukraine verteidigende Widerstandskämpfer und Nazis sind Demokraten. Und also immer das ganze Gegenteil, also weil den Leuten bewusst ist, Faschismus lässt sich nicht gut verkaufen. Also nach der Erfahrung vom Dritten Reich. Also es kommt nicht gut. Also damals hat man sich hingestellt, ich sage immer, das war so ein offen ehrlicher Faschismus, weil der gesagt hat, wir sind glühende Nationalsozialisten und kämpfen gegen den jüdisch-bolschewistischen Untermensch. Also die haben das ja nicht verheimlicht. Also das war ja sozusagen ein ehrlicher Faschismus. So, das kommt jetzt nicht so gut. Also sagt man, Putin-Marionette, Demokratiefeind, was man noch alles so für Begriffe, ja, man dreht es einfach um. Querdenker und ja, alles Mögliche. Alles so was. Also man dreht es einfach um
Und dann lässt sich das verkaufen, weil das Wirkungsprinzip ist genau dasselbe wie im Faschismus. Wieso hat der funktioniert damals im Dritten Reich? Der hat ja nicht mit Argumenten die Leute überzeugt. Der hat ja nicht gesagt, pass mal auf, wir wollen da an die Rohstoffe, da stört jetzt der Staat und die Menschen und deswegen bombardieren wir das jetzt und fallen ein und bringen die um und krallen uns das Erdöl in Baku. Hat man ja nie gesagt, ließ sich schlecht verkaufen. So, also hat man sich den Trick einfallen lassen, hat gesagt, wir sind die Herrenmenschen, die Arier, die da ganz oben. Und weil wir da ganz oben sind, können ja die anderen nur da unten sein. Und wenn die da unten sind, dann haben die ja eigentlich keine Lebensberechtigung, weil das sind ja bloß Untermenschen. Also haben wir jedes Recht der Welt, da zu bomben, zu morden, rinzufahren, weil wir ja die Guten sind. So, und so funktioniert das ja jetzt genauso. Ist ja dasselbe. Wir sind die guten Westlichen. Wir möchten ja eine Russland zerschlagen, an die Rohstoffe kommen. Lässt sich schlecht verkaufen. Also sagen wir, ja, das ist ja eine Diktatur. Müssen wir ja nicht beweisen, die Behauptung reicht. Und dann kann man da Bomben, Morden, Waffen hinschicken, weil wir sind ja die Guten. Das ist ja dasselbe Prinzip wie mit der faschistischen Ideologie. Indem man die anderen zu Untermenschen erklärt, das sind alle Putin-Marionetten und wissen Sie, was die alle da sind? Also über die Leute im Donbass redet man ja überhaupt nicht. Das ist ja die höchste Form. Also über die wird ja nicht berichtet. Da ist ja nur der böse Russe da. Vielleicht weil die heißen Volksrepubliken. Ah, das ist ja ganz böse. Volksrepublik. Ja, ist ja wieder das Kommunismus. Das ist ja wieder Bolschewiken. Oh, wie die jüdischen Bolschewiken. Ja, deswegen also, dürfen die. Ganz schlimm. Deswegen darf man auch wieder Waffen liefern, weil eigentlich, was hat der Nazi-Staat in 1939 und dann bis 1945 gemacht? Der hat Waffen gebaut und Waffen verwendet. Ja. Was macht unser westlicher Staat? Der baut Waffen und verwendet. Oder lässt verwenden. Ja. Das ist ja ein stellvertretender Krieg. Und das Schöne daran ist ja, weißt du, wenn du jetzt eine Waschmaschine baust und verkaufst die und da ist was kaputt, dann gibt es Garantieleistung, musst du reparieren und all sowas. Wenn eine Munition, die wird verpulvert und dann wird neu gekauft. Also die wird ja nicht verschossen, reparier die mal. Der Gewinn ist doch viel höher. Ja, und von allem der Endverbraucher, zumindest mal an der ukrainischen Seite, der stirbt meistens, der kann keine Garantieleistung mehr kriegen. Ne? Genau. Also musst du immer nachproduzieren. Das ist ja eine 100 Milliarden brauchen wir jetzt unbedingt, um Geschosse und Panzer und... Ja. Das sind Friedenswaffen. Ja klar, und von allem kaufen tut man das in den USA, weil die brauchen es ja. Ja, ja. Na, wovon soll die Wirtschaft existieren? Ja, aber ich glaube, die haben jetzt ein Riesenproblem, weil Titanium kommt ja aus Russland. Mhm. Die ganzen Edelgasen, die für Chipproduktion kommen ja auch aus Russland. Verdammt, ja. Und Russland macht das jetzt langsam den Hahn zu. Ne? Also nicht so wie Westen, auch gleich Sanktionen, 6. Paket, 7. Paket, sondern langsam. Im Westen kennen wir die Situation, wissen das die Russen, dass die quasi Störfaktor sind auf dem reichen Boden. Ja, ich denke schon. Also das war schon so mein Eindruck, dass das durchaus bewusst ist, worum es da eigentlich geht. Das sind sowieso Sachen, die finde ich immer sehr erstaunlich. Es gibt ja etliche Wesensunterschiede zwischen Gesprächen, Inhalten, Umgang miteinander. Ist man hier in diesem Rechtsnachfolger des Rechten Reichs oder ist man in Russland? Also das ist schon... Also ein Wesensunterschied, den ich erlebe, ist ja zum Beispiel, dass wenn russische Politiker, ob das jetzt Putin, Lavrov oder Medvedev oder wer auch immer, in der Regel kannst du immer davon ausgehen, dass die das, was sie sagen, auch so meinen. Also dass Inhalt und Wörter identisch sind, während bei Westlichen ist es ja immer... Du musst immer jetzt versuchen, das ins Gegenteil umzukehren, um dahinter zu kommen, was die eigentlich wirklich meinen. Also deswegen sprach ja Putin, fand ich so schön, den Begriff hätte fast von mir sein können, Imperium der Lügen. Also das ist ja ein einzig Lügengebäude, diese westliche Politik. Das ist so ein Unterschied. Und wenn man sich das denn ansieht, worüber die reden, da merkst du ja, dass das völlig bewusst ist. Also es ist völlig bewusst, was der Westen für ein Spiel treibt, was der für ein
Ziel verfolgt, also nicht unbedingt bei den Liberalen. Die sind noch ein bisschen westlich vernebelt, die merken es nicht so, aber die noch bei klarem Verstand sind und nicht dieser permanenten westlichen Berieselung seit den 90er Jahren völlig erlegen sind, die verstehen durchaus, was da für ein Spiel gespielt wird. Der Unterschied ist, das fand ich auch so ganz spannend, also ich hatte ja da lauter interessante Gespräche, da auch in Russland, auch mit Politikern und so, dass ich, da habe ich zum Beispiel auch die Frage gestellt, habe gesagt, warum macht ihr das denn nicht wie der Westen? Also weil du gerade ansprichst, ne, mit diesen Rohstoffen, ne, die brauchen ja bloß totale, der Westen führt ja praktisch Krieg gegen Russland, das ist ein Kriegszustand, also nicht mehr mit Waffen, sondern ideologisch und politisch, finanziell, also ist ja ein richtiger Krieg. Warum antwortet ihr nicht mit gleicher Münze, verhängt die totale Wirtschaftsblockade und schon bricht die ganze wirtschaftliche Westen zusammen? Hunger kommt dann. Was war die Antwort? Also ich habe es wörtlich, ich muss jetzt meine Worte, weil ich habe es jetzt wörtlich nicht gemerkt, aber inhaltlich so, na wir sind doch nicht so verbrecherisch wie der Westen. Deswegen machen wir sowas nicht. Weil denn schadet man doch zuerst der Bevölkerung. Und die ist ja im Lügengebäude drin. Ja. Ja, das ist, ist eine andere sehr humane Züge. Ne? Ja, ja, also ich denke, wir haben auch viel so über die Unterschiede gesprochen und weil ich analysiere das ja nur auch schon seit 2014, wie ist die Denkweise des Westens, wie ist die Psyche, wie ist der Blickwinkel, also was charakterisiert den Westen und wie sieht es in Russland aus? Und wenn man es so auf ganz banale drunter bricht, man spricht ja von der russischen Seele, ne? Das ist ja, glaube ich, auch im Westen ein Begriff, den man schon mal gehört hat, russische Seele. Und die ist in einer gewissen Weise, also man kann sagen, patriotisch geprägt. Ja? Man empfindet für sein Volk, für seine Geschichte, für seine Kultur, empfindet sich da auch als Bestandteil. Und es hat also ein großes Maß an Humanismus drin. Während, wenn ich mir das so genauer betrachte, dieses westliche Gesellschaftssystem, also ich muss mal sagen, da ist ja keine Seele drin. Also das ist ja inhumaner jetzt ja schon ja nicht mehr. Das ist, also kommen wir wieder auf diesen Begriff der kriminellen Psychopathen. Also das ist humanismusfeindlich, demokratiefeindlich, nach außen maßlos aggressiv gegen jeden, der sich nicht sofort unterwirft auf allen Vieren. Und das sind so die Wesensunterschiede. Und da kann man dann auch drauf zu sprechen, fand ich sehr spannend, als ich mich darüber unterhalten hatte, hier auch mit dem Innenkulturpolitiker, als wir auf diesen Wesensunterschied kamen. Und da bekräftigte der das und sagte, und deswegen werden wir gewinnen. Ich kann es ja verstehen. Also du sagst ja auch, also dass die politische Führung diese humane Züge hat, dass die uns ne, quasi ahnungslosen Wessis nicht hungern lassen will. Ich meine, bei uns die Bill im Psychopathen ist ja klar, ne? Denen kannst du ja nicht erklären. Die sind ja meistens im oberen Bereich der Steuereinheiten. Wie kommt das dazu, dass der westliche Bürger so eine so eine Kolonisierungseinstellung hat zum östlichen Teil des Erde. Also, dass man jeden versucht, ich meine seit 1000 Jahren, jeden versucht, Russland oder sonst noch was, egal wer dort ist, Juden, Kommunisten, Bolschewiken, Russen, versucht immer zu bereinigen, diesen Land. Und das schafft die westliche Führung immer als gute Sache, egal in welcher Form. Es mutiert ja immer, die Etiketten, wie du sagst, werden getauscht. Warum funktioniert das? Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dieses Wirkungsprinzip ist, irgendwie will ein Mensch ja immer irgendwie auf der guten Seite sein, auf der Siegerseite sein, auf der überlegenen Seite sein, also jetzt nur im westlichen System. Ich weiß nicht, ob man in Russland unbedingt der Überlegene gegenüber allen anderen sein will. Das ist nicht, glaube ich, nicht unbedingt so der Typus. Es gibt bestimmt ein paar Idioten, aber es ist nicht. Aber ist ja nicht so der Grundtenor. Ne? So. Also man will ja einmal der Beste, der Gute, der Größte sein. Und darauf baut es auf. Also indem man sagt, die sind böse, wenn du gegen die bist, bist du gut.
wenn du gegen die was tust, bist du besser. Also das ist so, man erhöht den westlichen Menschen, indem man ihm suggeriert, wenn er gegen all dieses Böse da ist im Osten, umso besser, umso guter und gütester wird er denn. Und dann ist er ganz oben. Das ist, wie gesagt, dasselbe Prinzip wie in einer faschistischen Ideologie. Weil da kommen wir im Prinzip auf diese Wesensunterschiede. Also das wird ja immer zum Beispiel von der russischen Propaganda gesprochen, wo ich sage, naja, gut, als Medientheoretiker kann ich das nicht nachvollziehen, weil da wird keine Propaganda betrieben, sondern Agitation. Und Agitation versucht zwar auch den Menschen in einer gewissen Weise zu beeinflussen, auch in seiner Haltung, aber nicht wie in der westlichen Propaganda über Emotionen, indem man sagt, der ist böse, Untermensch, Kartoffelkäfer, Querdenker, Impfverweigerer, also das sind ja alle so emotionale Plaketten. Verschwörungstheoretiker, ne? Esoteriker. Also das sind so emotionale Plaketten, die nicht rational unterlegt sind, sondern wird nur emotional suggeriert, der ist böse und wenn du gegen den bist, bist du gut. Während die russische Agitation davon ausgeht, wo man sagt, das ist jetzt schlecht, weil, was der Westen macht, weil. Und dann kommt eine Erläuterung und eine Sachinformation. Das erlebt man bei Gesprächen in Russland, wenn du hier zum Beispiel mit Leuten redest, also gerade mit diesen staatsgläubig Überzeugten, da kommen dann immer nur Sprechblasen und nach 2 Minuten ist das Gespräch zu Ende, weil die ja überhaupt keine Argumente haben, außer böse, gut, gut, böse. Und wenn du dich in Russland unterhältst, da kannst du dich dann stundenlang unterhalten, weil die 100-mal besser informiert sind. Das ist ja die Auswirkung der Agitation. Also man wird mit Informationen versorgt, während man hier nur mit Emotionen versorgt wird. Der Denkunterschied ist, dass man damit ein analytisch-dialektisches Denken erzeugt im Kopf. Also man kann in Ursache-Wirkungsrahmen denken, während das westliche Denken ja nur so ein Überzeugungsempfinden ist. Und also wenn man den Menschen im Westen genauso wie im Dritten Reich nur emotional aufbaut, also man sagt, die sind böse, weil sie böse sind und ihr seid gut, weil ihr gut seid und deswegen müsst ihr gut handeln und die anderen ermorden. Und dann ist das eine logische Folgerung. Das heißt eine Ausrottung zum Retten oder was? Ja, da sind ja die ganzen westlichen Kriege. Ne? Also Jugoslawien haben sie ausgerottet, um zu retten, um Völkermord zu verhindern. Irak haben sie, um Völkermord zu verhindern und Waffen, die nicht gab, haben sie ausgerottet, ne? Und die ganze Zivilisation zerstört. Na, das haben sie auch in Syrien haben sie versucht, in Ukraine, Libyen, das Afghanistan, also unendlich. Also um die 40 Millionen haben sie ins Grab gerettet. Ne? Also ganz schlimm. Wir sind jetzt in Deutschland und wir sind ja auch Steuerzahler. Also meine persönliche Situation ist ja und von allem von mindestens 10 Millionen Russlanddeutsche hier. Also etwas schwierig, egal ob sie jetzt aus Kasachstan kommen oder aus Ukraine oder aus Estland, Lettland oder Russland, weil wir zahlen jetzt Steuer, mit denen in Amerika bei Oligarchen Waffen gekauft werden, um Russen zu töten. Sei das die ukrainischen Soldaten oder die russischen Soldaten, das sind ja unsere Verwandten. Das heißt, wenn das jetzt weiter getrieben wird und zum Beispiel eine Mobilisierung in Russland auch gemacht wird, weil das Krieg sich zieht, dann werden ja unsere direkten Verwandten in diesem Krieg mit unseren Steuern sterben. Dank unserer Politiker, die ihren Gedanken nicht mal formulieren können und aussprechen, ne, via Baerbock. Ne. Das ist ja die letzte Entwicklungsstufe von unten. Ja. Wenn man jetzt nicht einmal das vorlesen kann und aussprechen, was man soll. Also so sieht das für mich aus und das ist schrecklich. Meinst du, es könnte auch hier zum Verwerfungen, Umständen, auch Gewalt führen, wenn unsere Regierung weiterhin unsere Verwandten, auch in Ukraine, mit unserem Steuer ermordet? Ja, es sind ja mehrere Aspekte. Also du sprichst ja mehr so die russisch-ukrainisch-stämmigen an, wobei die ja noch etwas breiter sind ja auch Tataren, Tschetschenen, Inguschenen und weiß ich, Kasachen und sonst dergleichen. Also es sind ja ein bisschen mehr als nur was hier. Um die 140 Nationalitäten. Ja, das läuft beim Westdeutschen unter Russe.
Oder früher war es ja der Bolschewik. Ja, genau. Der russische Bolschewik, der kann auch ein Ingushene sein oder irgendwie, aber ist egal. Übrigens, die in Tschetschenien sind ja Muslime. Ja. Und jetzt wird schlecht darüber gesprochen. In Tatarstan auch. Versuchen wir das mal in Deutschland. Adygea, wir haben da gute Bekannte, Adygea, Tscherkessische Republik auch muslimisch, Kasachstan, die Tatarische Republik auch muslimisch. Also gibt es ja viele Muslime. Da gibt es sogar auch, ja, im Tatarstan gibt es zum Beispiel auch Buddhisten. Also in Russland ist ja ein säkulärer Staat, ne? Es sind alle möglichen Religionen, aber es wird, also dieses Herunterspielen auf Putinisten, ja. Ne? Das sind ja wie Bolschewiken. Also das ist ein absoluten gleichen Vergleich, also absolut das Ähnliche. Ich habe dich jetzt von diesen Entwicklungen in Deutschland... Ja, nö, aber da wäre ich jetzt zurückgekommen. Okay. Also ich hatte es ja noch im Kopf sozusagen. Also ich denke, wie gesagt, du gehst mit deiner Frage, glaube ich, mehr so in diese, ich weiß ja nicht, wie heißen die deutsch-russen Spätaussiedler, Zugezogenen aus weiter Osten, also sind wahrscheinlich jüdische Bolschewisten mit bei, weil deswegen muss man die jetzt mobben in Deutschland. Ja, das waren die deutschen Kommunisten unter Hitler sind ja, wir jetzt. Also diese russischen Untermenschen, die sich hier breit machen und sich wagen, in Geschäften einzukaufen, obwohl sie ja böse Russen sind. Also, und dann sind es nachher ja keine. Aber das war diese andere Sache. Also du hast mehr auf diese Gruppe angespielt und dann gibt es ja auch noch die zur deutschen Bevölkerung gehören, die ja sicher auch sehr unterschiedlich ist. Da gibt es türkischstämmige, griechischstämmige, jüdische und so weiter, ist ja auch nicht nur deutsch. Also diese zwei Gruppen, die du ansprichst, ich glaube, da dürfte das vermutlich langsam echt wirklich zum Problem werden, weil da gibt es ja viele, also hier im Osten habe ich auch einen hier kennengelernt, Dresden, woanders, die also schon 20, 30 Jahre hier sind, sich ein Leben aufgebaut haben, eine Firma, als Unternehmer tätig sind, Arbeitskräfte beschäftigen und so weiter und die dann dementsprechend, weil der Mittelstand wird ja neben den Kleinen noch am meisten abgeschöpft, damit die Großen keine Steuern zahlen müssen. Das ist ja die soziale Gerechtigkeit des Westens. Und die werden dann fleißig dazu beitragen mit ihren Steuern, die sie hier schwer erarbeiten müssen, um denn, damit ihre Verwandten erschossen werden mit NATO-Waffen oder westlichen Waffen. Das ist die eine Gruppe. Ich glaube, da dürfte mal so ein Jahr Unzufriedenheit sich vermutlich demnächst breit machen. Ich bin ja darauf eingegangen, auf diese unterschiedliche Denkweise, also russische Seele und dann der seelenlose Westen. Der seelenlose Westen, den kannst du damit ja nicht ködern, weil es werden ja bloß Russen ermordet oder russische Stämme. Russländer ist ja auch ein pro-russische auch noch. Pro-russische Russländer. Moment einmal. Im Donbass dürfte mal die pro-russische töten von der ukrainischen Seite. Wir sind ja dann auch pro-russisch, oder? Ja, das merkt man ja an der Reaktion des Staates und des staatstreuen Umfeldes, wie man behandelt wird. Da kommt dann auch immer das jüdisch-bolschewistische, ne? Da bist du dann so auch in der Richtung. Nee, jedenfalls, weil ich sagen wollte, diese andere Gruppe, ich denke, da könnte sich auch was regen, aber nicht aus Mitleid wegen getöteter Kartoffelkäfer, weil der Krieg ist ja da und die Staatstreuen hier sagen, was meckert ihr, das ist doch ein schönes Land hier. Also die merken ja davon nichts, weil die woanders umgebracht werden. Also das betrifft sie ja nicht selber. Aber wenn denn sich das auswirkt, diese geniale Politik unserer grenzdebilen Führungselite hier, die dann immer mehr Schaden gegen die im Land anrichtet, gegen die Wirtschaft, gegen soziale Standards, gegen durch die Inflation, Teuerungsraten und so weiter, dann trifft es den westlichen Bürger in seiner Seele und die Seele ist so ledergebunden in der Hosentasche. Oder Plastik. Ja, oder so in Plastik-Viereckform, das ist die westliche Seele. Und wenn dann auf einmal das Gas doppelt so teuer ist, das Benzin doppelt so teuer sind, die Erdbeeren doppelt so teuer sind, die Reise ins geliebte Mallorca zum Ballermann-Strand. Trotz dreifacher Impfung. Ja, alles wird doppelt so. Dann regt sich so ja der Westdeutsche, auch wenn es ihn die Untermenschen nicht so interessieren. Also insofern schaffst du jetzt zwei Herde, die zum Konflikt rangreifen können, dank westlich genialer Führungseliten. Also die züchten sich die Kräfte, die hoffentlich dann zu dem Untergang von diesen Leuten führen. Ist eine spannende Entwicklung.
Naja, dann kommt dann wahrscheinlich die, ich weiß nicht, wolltest du denn fragen, was man dagegen machen kann? Ja, ich habe ja gedacht, bezüglich jetzt, weil wird ja alles teuer, Inflation und jetzt kriegen alle so fette Abrechnungen nach Strom, Gas und Öl und sonst noch was, Heizöl. Und da habe ich ja gedacht, ich habe ja zwar im Jura in Russland studiert und hier nicht so in dem Bereich fachlich gebildet bin, aber wenn ich jetzt falsch parke, ne, dann kriege ich einen Strafzettel als Bürger. Trotz, dass ich Steuer zahle, trotz, dass ich einen Pass habe, ne, ich kriege ja einen Strafzettel für mein falsches Verhalten. Ist ja richtig, ne? Kein Problem, akzeptiert, oder wenn ich zu schnell fahre. So, jetzt haben unsere, wie du die nennst, hochqualifizierte Vertreter, als Volksvertreter, ne, ich weiß nicht, wer die gewählt hat. Also ich, Volkstreter. oder so, die machen jetzt, meiner Meinung nach, was falsch, weil Russland führt ja keine Sanktionen und bei uns wird alles teuer. Ne? Mhm. Das heißt, die peitschen sich selbst, also sich selbst ja nicht, die kriegen ja mindestens 10.000 plus die ganzen Bonis, sondern uns peitschen die aus für deine eher falsche Politik in Ukraine. Ne? Ist jetzt meine Meinung, aber so sehe ich das. Und jetzt kriege ich diese Nachzahlung, sind ja keine kleinen Summen. Ne? Auch der Sprit ist teuer und und. Warum darf ich ja nicht dieses Überschuss, was ich sag mal vor 24. Februar war, ne, was alles jetzt teurer wird und auch die Zettel, das kann man ja alles ausrechnen, kann man sogar auch in Software vielleicht entwickeln, ne, dann packe ich das auf einen Zettel, ne, meine Rechnung schreibe ich, ne, Rechnung für die, nicht wie du die nennst, sondern ne, fachgerecht für die Regierung, was weiß ich, man kann auch einen Baerbock schicken, ne, das ist ja auch deine Ehepolitik und stell einfach alles, was jetzt zu viel auf mich zukommt, auf meine Kinder, ne, in Rechnung und schickt das per Brief, ne, signiert, an unsere Regierung. Das wäre doch was. Was hältst du denn davon? Naja, weil das läuft auf diesen Spruch hinaus, wenn man sich denn mit Leuten beschäftigt, die denn nicht gleich wutentbrannt wegrennen, weil man ihr Herrenmenschentum da in Frage stellt und die jüdisch-bolschewistischen Untermenschen vielleicht mal auch als Menschen darstellen will, dann machen die gleich zu und rennen weg und rufen nach der nächsten Panzerfaust. Es gibt ja auch welche, die so zweifeln, ne? Also wo man sagt, mit denen kann man sich auch unterhalten, aber die fühlen sich hilflos. Und dann kommt dann immer der Spruch, na man kann ja nichts tun. Und ich kann immer sagen, mein Gott, 99% können gegen 1% nichts tun. Das ist aber entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, oder? Man kann nichts tun. Das hat mich ja im Prinzip an diesem Donbass-Film so gereizt, weil da wurde vom Westen installiert so ein Nationalistenregime eingerichtet, hat eine demokratisch regierte, legitimierte Regierung weggeputscht und setzt mit Gewalt die eigene Ideologie und Macht durch, was ja zum Beispiel ein Kriterium für Faschismus ist. Ja, wenn man die eigene Ideologie gegenüber Andersdenkenden mit Gewalt und mit allen möglichen zur Verfügung stehenden Staatsmitteln durchsetzt, das ist Faschismus. So definiert man ja auch Faschismus. Das hat ja mit Demokratie nichts zu tun. So, und was machen die im Donbass? Sagen, nö, das spielen wir nicht mit. Ja, das ist aber Volkswille, Demokratie, oder? Ja, nicht Vorsicht. Nicht von der falschen, oder was? Ja, ja, falsche Demokratie, falsche Demokratie. So, das heißt, ich sage ja damit nicht, dass man jetzt, weiß ich nicht, die irgendeine Kaserne da in Dresden besetzen soll, die Waffen rausholen und jetzt jagen wir mal alle westdeutschen Führungskräfte da aus Sachsen weg, die sich hier breit gemacht haben und hier die ostdeutsche Kolonisation durchgeführt haben. Wäre ein radikales Mittel, ist aber ein bisschen blutig. Ich glaube, das geht auch anders. Also da gibt es verschiedene Beispiele auch aus der Geschichte. Also ein Beispiel, was ich immer erzähle, da gab es 1933, war das glaube ich so, ja, in Kuba schon mal eine Diktatur, nicht die Batista-Diktatur, sondern der Typ hieß Machado, das war auch so ein Diktator, der da mit Folter, Verhaftung, Mord und weiß ich wie, da seine Macht durchgesetzt hat. Den sind die Kubaner innerhalb von 3 Tagen losgeworden, ohne Tote, und zwar durch einen totalen Generalstreik. Totaler Generalstreik heißt, keine Bahn fährt, kein Laden hat offen, keine Schule hat geöffnet, kein Krankenhaus hat auf die Unis. Totaler Generalstreik. Alle haben totalen Generalstreik gemacht. Und nach 3 Tagen packt er seinen Flieger da mit den Gold- und Währungsbeständen aus der kubanischen Nationalbank voll und weg war er. Nach Westen? Ja, weiter Richtung Westen. Ja, wo soll man sonst hin mit solchen Leuten? Die können so eine Leute hier brauchen.
So, das heißt, man hat ja Möglichkeiten. Also da gibt es ja diesen Spruch aus der westdeutschen Friedensbewegung übrigens. Da war ja der Hauptspruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das heißt, na klar kann man was machen. Also zum Beispiel diese Propagandamedien, die ja aus unerfindlichen Gründen immer mehr Einschaltquote verlieren, immer mehr zahlende Zeitungsbezahler, Abonnenten verlieren. Also unerklärlich, wo die doch so eine schönen, emotionalen, antibolschewistischen Propaganda-Wutreden verbreiten, ja, was die Leute immer weniger lesen wollen. Ja, dann bestellt doch die Zeitung ab. Schaltet den Fernseher aus, macht kein Radio an, hört euch da diesen Mist einfach nicht an. Also ich meine, irgendwann, die Zeitungen sind ja schnell zu, wenn die keiner mehr abonniert. Das Gleiche ist mit den Fernsehgebühren, die verstoßen ja elementar gegen ihren Programmauftrag. Ja, das ist ja so eine Sache, wo ich immer sage, also da muss ich mal einen Rechtsanwalt mit beschäftigen, der von solchen strafrechtlichen Dingen Ahnung hat. Aus meiner Sicht ist das ja Betrug, Milliardenbetrug. Also ich kassiere Geld für einen Programmauftrag, wo ich denn das Gegenteil davon liefere. Also wenn ich einen teuren Mercedes bestelle und kriege einen alten Trabi, mache ich doch auch was. Das bezahle ich doch nicht. Aber die Leute bezahlen, also dann hört er auf zu bezahlen. Und das Gleiche ist auch mit den Steuern. Da würde ich auch mal an so ein Beispiel erinnern. Ich weiß nicht, Angela Davis, sagt ihr das was? Das ist schon lange her. Ich bin ja ganz junger Aktivist. Ja, ja. Und das war ja so eine Antikriegs-, auch gegen Vietnamkrieg engagierte Politikerin in USA, so eine diese afroamerikanische Bewegung, ne? Und deren Verbrechen war, und da wäre sie beinahe auf einen elektrischen Stuhl gelandet, deswegen, die hat gesagt, der Staatshaushalt der USA, hast du ja bestimmte Bereiche, Gesundheitswesen, keine Ahnung, oder Bildung irgendwie, und der Prozentsatz, der für Armee und Waffen und Krieg in Vietnam ausgesetzt wird, diesen Prozentsatz an Steuern zahle ich nicht. Die hat einfach diesen Prozentsatz nicht bezahlt. Und dafür wurde sie ins Gefängnis gesteckt und ihr wurde sonst was unterstellt. Sie hätte irgendwen ermordet, keine Ahnung, irgendwas. Man findet ja schnell irgendwelche Lügen, die man ja nicht beweisen muss, wenn man die Staatsmacht hat. Und ist durch diese internationale Solidaritätsbewegung dann freigekommen und war dann auch in der DDR zu Gast. Das war ja 1973, dann Anfang der 70er Jahre. Das heißt, man hat doch alle Möglichkeiten. Ich sage, ihr wollt 100 Millionen uns aus der Tasche ziehen, dass entweder unsere Verwandten ermordet werden oder ich habe als westlich sozialisierter Mensch noch so einen Funken Humanismus im Leib, dass ich sage, nee, also wenn damit andere Menschen ermordet werden, auch wenn es jüdisch-bolschewistische Untermenschen sind, aber ich möchte das nicht. Unangenehm ist es trotzdem. Ja, ist irgendwie unangenehm. Ich möchte das nicht finanzieren, dass da andere Leute umgebracht werden, dann zahle ich einfach diesen Steuersatz nicht. Oder ich zahle erstmal so lange überhaupt keine Steuern mehr. Also man kann doch was tun. Man muss nicht unbedingt Sandsäcke aufschütten, sich ein Maschinengewehr besorgen und in der Gegend rumballern. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Also insofern, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier so lange zutexte, aber weil ich gerade so dabei bin, das geht so um so eine Frage, also die wird gerade auch in letzter Zeit so im Umfeld bei mir diskutiert, um die Schuldfrage. Weil wenn ich sage, ich kann nichts tun und ich spiele überall mit, dann stellt sich irgendwann die Schuldfrage. Ich zahle die Steuern, damit andere Leute umgebracht werden. Ich zahle die Fernsehgebühren, damit diese NATO-Hetz-Propaganda ständig in die Welt gesetzt wird und Menschen in Gut und Böse, in Untermenschen und Herrenmenschen eingeteilt werden. Ich finanziere das freiwillig immer weiter. Da stellt sich irgendwann die Schuldfrage. Also das heißt, die Leute, die sagen, man kann nichts tun, machen sich ja eigentlich selber schuldig, indem sie das mitspielen. Und da sollte mal jeder drüber nachdenken, ob er das wirklich, Fadejew in seinem Film gesagt hat, also auch in meinem Donbass-Film habe ich ja diese Szene drin, dieser Kriegsreporter aus dem Donbass, wo der sagt, Kriege entstehen durch Gleichgültigkeit. Wenn ich sage, Donbass interessiert mich nicht, Ukraine interessiert mich nicht, Irakkrieg interessiert mich nicht, Libyenkrieg interessiert mich nicht, interessiert mich alles nicht, ich bin unpolitisch, schönes Land und zählt da gut.
dann bin ich ja mitschuldig, weil das macht doch das erst möglich. Ja. Die Gleichgültigkeit macht doch diese Kriege erst möglich. Insofern sollte mal jeder drüber nachdenken, ob man wirklich nichts tun kann und was das eigentlich für einen selber bedeutet, denn zu sagen, irrt mich nichts an. Ja, von allem, wenn das so weiterläuft, wird es ja nicht besser. Also letzte Woche wurden die russischen Fernsehkanäle hier verboten. Ja. Und zwar nicht nur irgendwie das Russia 24 oder Nachrichtensender, sondern auch Kultursender. Also alle möglichen. Also die haben uns und unsere Kinder die Möglichkeit genommen, an unserer Kultur und unserer Wurzel teilzunehmen. Ich möchte mal sehen, wenn hier einer Koran verbietet oder arabischer Sender. Weil irgendeiner irgendwo was macht. Also das ist, es ist wieder so einseitig, dass das schon verdächtig schrecklich ist, was die da machen. Und ich sage es nochmal, ich sage das in jeder Sendung, also wir Russlanddeutsche lassen uns nicht vergasen. Da kann ich wetten. Und von allem, wir sind auch die Kulturschicht und Volksschicht hier, die auch am meisten Kinder hat. Also wir haben was zu beschützen. Nicht nur unsere Reisetasche und unsere Reisefreiheit, die uns auch letztes Jahr und vorletztes Jahr weggenommen worden ist. Also ich meine, jetzt hat ja auch jeder Deutsche mal so gespürt, ne, was wozu die Regierung fähig ist. Maskenzwang, Kinder wegsperren, Kinderspielplätze schließen. Das haben die ja alles mitgemacht. Um auf der guten Seite zu stehen. Genau, ja. Da sind sie gut denn, die Guten. Da sind die Guten. Maske auf! Genau. Ich bin gut, du bist besser. Ja. Ja, aber mittlerweile hat sich das wiedergelegt, das Thema ist jetzt gewechselt, jetzt sind die Russen wieder schuld. Der Putin. Na endlich! Endlich mal aber wieder so was lange verdrängt! Ja. Endlich mal wieder endlich was verdrängt. Endlich mal wieder die Russen schuld. Ja, ein vernünftiges Feindbild wieder da, der Tag hat wieder Struktur. Ne? Echt mal. Ja. Da sage ich zum Beispiel mal, was lohnenswert ist, in dieses mittlerweile immer fragwürdiger regierte Museum, Kapitulationsmuseum nach Karlshorst zu gehen. Also ich weiß nicht, ob sie die Ausstellung inzwischen geändert haben. Als ich das letzte Mal drin war, ist glaube ich 2 Jahre her, da war ja auch viel Propaganda. Also aus der Zeit, ne? Völkischer Beobachter, Stürmer, Großdeutscher Rundfunk und so weiter. Und wo ich dann immer denke, da brauchst du jetzt bloß die Überschrift wechseln. Putin, Stalin, jüdisch-bolschewistischer, russischer Angriffskrieger. Also übrigens, die ukrainische Propaganda, also öffentlich auch der Zelensky, nennt ja die Russen Orken. Mhm. Also sind nicht nur Untermenschen, sondern sind nicht einmal menschliches Wesen. Da sind Orken. Und das ist übrigens auch aus westlicher Filmideologie, ne? Ja. Diese Orken. Und das ist aber schon seit mindestens 8 Jahren so, dass die Russen so genannt werden. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, was, ich meine, jetzt läuft das ja auch in Russland, ne? Wird auch darüber berichtet, dass Deutschen die Waffen liefern oder diese, wie heißt das, beleidigte Leberwurst. Mhm. Ist der immer noch Kanzler? Weißt du nicht, ne? Du interessierst dich. Für dich sind die ja gar nicht legitim, ne? Hast du gesagt. Ist ja keine legitime Regierung. Ne? Wächst der... Das muss ich aber, glaube ich, dann ergänzen, wenn du das so rinschmeißt. Ergänz mal. Nee, nur mal ganz kurz, also wegen nicht legitimer ja. Regierung. Also das, was jetzt in der Ukraine passiert, indem man sich legitimiert, indem man alles, was Opposition ist, verfolgt, verbietet, erschießt, verhaftet... Also es gibt keine Opposition mehr, weil die ja, also aus demokratischen Gründen, ne? Ja klar. Deswegen wird die ganze Opposition beseitigt. Und dann sagt man, wenn nur noch das Regime da ist, was man wählen kann und man geht dann wählen, dann ist es ja legitim und demokratisch. Ne? Und deswegen sage ich, ist es illegitim, weil ja die anderen alle ausgeschaltet wurden. Und in der Bundesrepublik Deutschland hat man das doch Tatsache fertiggebracht, also das Land, dieser Staat, der auch jetzt uns hier im Osten beherrscht, dankbarerweise. Ich bin immer froh, jeden Morgen in so einem glücklichen Land zu leben. Die haben das ja fertiggebracht schon in den 50er Jahren. Der Hauptträger des antifaschistischen Widerstands im Dritten Reich waren die Kommunisten. So, und da man ja die Elite im Westen nicht getauscht hat, sondern die ganzen alten Nazi-Größen konnten in allen Gesellschaftsbereichen unbehelligt weitermachen, musste man ja diese
Opposition, die den Namen wert ist, ja loswerden. Also was hat man gemacht? Kommunistische Partei verboten. So, das heißt, das, was die in der Ukraine jetzt machen, hat man, so weit war man schon in 15 Jahren in dieser demokratischen Bundesrepublik. Man hat die wirksamste und auch mitgliederstärkste und aus Elitensicht gefährlichste Opposition verboten. Funktionäre jahrelang bis in die 60er Jahre in den Knast gesteckt. Berufsverbot verhängt, alles Mögliche. So, da stellt sich denn für mich auch die Legitimitätsfrage. Wenn die Opposition verboten, verhaftet, im Knast sitzt. Nicht arbeiten darf bei der Post und beraten werden. Ja. Was ist denn an diesem Staatswesen denn legitim? Und demokratisch. Und demokratisch, das heißt, wenn die Opposition ausgeschaltet ist. Das heißt, solange die kommunistische Partei in Deutschland offiziell verboten ist, ist es illegitim. Also wir haben keine demokratische Regierung, das heißt auch keine legitime Regierung. Im Prinzip ja. Ja, von allem, also ist meine Sicht dazu. Ja, von allem, die, ich weiß, warum die jetzt so Selenskyj mögen, weil der hat ja auch genau, die kommunistische Partei gesagt, ich habe die Kommunisten schon 15, oh, das mache ich auch. Und ja, interessanterweise darf ich 2015, also ich glaube, das war so etwa der gleiche Zeitraum, so der Jahrestag, wo er sagt, da wurde Westen die Kommunisten verboten. Aber jetzt geht er auch einen Schritt weiter in Westukraine, in Lviv. Wurden jetzt Singen und Abspielen von russischen Liedern verboten und unter der Strafe gestellt. Mhm. Es war ja auch so im Anfang 30er Jahren hier, dass die russische und kommunistische Rhetorik verboten worden ist. Ich hatte dich unterbrochen, was wolltest du eigentlich fragen? Ich komme jetzt dazu. Du hast es gemerkt? Ich komme noch dazu. Ich habe dir ja auch was von dir gelernt. Ich wollte nur fragen, es läuft ja auch in Russland jetzt, Deutschland, also in Medien, überall Deutschland liefert Waffen und, die sind ja nicht blöd, die können ja auch analysieren. Wächst denn der negative Gedanke und Hass gegenüber deutsche Bevölkerung auch mit in Russland? Ja, das war deine Frage, genau. Also darauf wollte es hinaus. Naja, also ich muss sagen, ich habe zum Glück nicht so umfangreich erfahren, aber so gewisse Tendenzen. Weil das Problem war ja, dass so während des Zweiten Weltkrieges ja immer gesagt wurde, wir kämpfen nicht gegen das deutsche Volk, sondern gegen den Faschismus. Ne? So, und man hat ja, soweit ich das kennengelernt habe, auch damals mein halbes Berufsleben war zur DDR-Zeit, das andere halbe Leben danach, und war damals ja viel in der Sowjetunion und sowas wie Hass oder Abneigung gegen Deutsche gab es einfach nicht, ne? Auch in den letzten Jahren. Also man hatte als Deutscher immer noch einen guten Stand, ja. Also weil das ist ja so eine alte russische Tradition fast, dass man immer die Deutschen beneidet um ihre Disziplin und ihren schöpferischen Geist und was weiß ich. Kultur. Und ihre Kultur und Goethe und Kant und alles sowas. Naja, als ich jetzt zum Beispiel über die Grenze gefahren bin, also so unfreundlich habe ich noch keine russischen Beamten erlebt. Also weil das war ja, wie soll ich denn sagen, also es fahren ja nicht allzu viele deutsche Fahrzeuge rüber, das hängt ja auch mit den Einreisebestimmungen zusammen und mittlerweile kursieren ja auch so Videos, ne? Also Alina hat jetzt, glaube ich, mal sowas auch veröffentlicht von ihnen im Donbass-Gebiet, wo der zu dem Endspruch denn kam, was die Deutschen wollen uns hier erzählen, wir werden von Russen ermordet und bombardiert, Deutsche, verpisst euch. Also so einen Spruch habe ich noch nicht gehört. Das ist so eine neue Tendenz. Und also so bei der letzten Station an der russischen Grenze, also der eine Beamte da, wo ich dachte, der kommandierte da rum, Scheiben runter, Tür auf, keine Ahnung, und haute noch gegen die Autoscheibe, wo ich dachte, oh, bin ich ja froh, dass die Janzi geblieben ist. Also das sind so Tendenzen, wo ich mir sage, also wenn jetzt Deutschland endlich mal aufhört, in diese Fußstapfen zu treten, der Russophobie, irgendwann können sie ja die Russen der Deutschen nicht mehr leiden. Also das ist so eine Tendenz, wo man sich das nach dem dritten Krieg, den man ja eigentlich gegen Russland führt, wenn man Preußen mit einbezieht, so ja der vierte, weil Preußen hat ja auf der Seite Napoleons auch gegen Russland Krieg geführt. Also ist das eigentlich schon der vierte Krieg gegen Russland. Also irgendwann hat dann, glaube ich, auch die russische Seele da von dieser
permanenten Russophobie, Russland feind, Russland böse, Russland jüdisch kriminell, Bolschewist ab, umbringen, beschießen, ermorden. Ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal irgendwie damit aufhören sollte. Du bist ja, letztes Mal warst du ja in Russland, also Silvesterzeit, da hast du was anderes erzählt, ne? Also auch in Donbass wurdest du warm empfangen. Ja, ja. Das war aber, bevor Deutschland angefangen hat, Waffen an der Ukraine zu liefern. Ja. Ja, das ist eine schwierige... Also es war wirklich nur an zwei Stellen. Ja. Also sonst generell, der Tendenz war nach wie vor so. Also die haben sich hier beim Festival zum Beispiel alle super gefreut, dass da nicht einer ist, der sagt, ihr seid alles Putin-Agenten, Putin-Marionetten. Also so einer, der mal eine andere Sicht aus dem Westen gebracht hat. Also die waren alle sehr glücklich, dass da auch... Wir haben ja jetzt sehr viele Berichte über uns selbst in deutschen Medien gelesen, bei Focus, bei T-Online, bei Spiegel, bei ARD. Übrigens besten Dank dafür, weil bei uns steigen gleich die Abonnentenzahlen. Sehr gut, wenn weiter die so. Werbung machen. Es ist mir nur zu schade, dass die Gebühren dafür bezahlt werden, damit man, ist das, also dieses Vorhaben, ich meine, das ist ja ungefähr das gleiche wahrscheinlich wie in den 50er Jahren gegen Kommunisten und sonst noch wem, die in Opposition waren. Ist das jetzt im Rahmen der Pressemeinungsfreiheit, kann man das so nennen, oder warum dürfen die das überhaupt? Diese Hetze? Ja. Also weil, ich meine, Endresultat von solcher Hetze kann ja irgendwo nicht nur Beleidigung auf der Straße sein, sondern vielleicht ein verbranntes Auto oder ein Angriff. Das wollen die ja auch wahrscheinlich irgendwie vorher rufen, weil warum sollten sie uns so diffamieren in dieser plumpe Form? Na, aus Angst. Haben sie Angst von uns? Ja, klar. Weil die sind doch mächtig so, Konzerne, Bild, Milliarden und Bill Gates Millionen. Wir sind ja auch doch ganz klein. Also ich könnte mal so ein paar Zahlen vergleichen. Also es gibt einen Qualitätssprung, im Prinzip auch seit Februar. Ja, dass auf der einen Seite werden die Massenmedien immer durchgeknallter, polemischer, aggressiver, Kreml-Agenten, Putin, Trolle. Also immer diese Emotionalisierung, diese diffamierende, kriminalisierende Diffamierung, die wird so... So plump, so derb, also ich hatte eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, also bloß, ich habe ja mehrere Tageszeitungen, um das zu verfolgen, was hier diese sogenannten Journalisten so verbreiten. Ich habe denn zwei Wochen das ja nicht mehr aufmachen können, weil das war so plump hasserfüllt. Also ich konnte es nicht mehr ertragen. Also ich bin ja da hart gesotten, ich kenne ja Propaganda schon lange, aber... Das war selbst mir zu viel, dieser Hass, der da aus den Zeitungen sprang. Ne? Was zur Folge hatte, dass diese Quoten und auch die Abonnentenzahlen, die ja seit 2014 ja sowieso schon runtergegangen sind, weil diese Polemik wird ja schon seit 8 Jahren so betrieben und jetzt nochmal eins höher, nochmal eins drauf gesetzt, führt ja dazu, dass die Quoten sinken in dem zwangsfinanzierten Staatsfunk und bei den Propagandamedien ja auch. So, und jetzt ist eine Tendenz erreicht, die vorher nicht so war, dass mittlerweile bei bestimmten Alternativmedien, die diese Verbrecherspiel nicht mitmachen, sondern eine andere Sichtweise liefern, also im Prinzip das machen, wofür die den Milliardenbetrug einer Bevölkerung vollziehen, hier die Staatsmedien, dass da manchmal die Quoten höher sind, also bei bestimmten Sendungen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel so eine Zahlen vergleiche, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Die 2014 bei der Maidan-Berichterstattung, also ich habe das ja analysiert und führe da auch so ein bisschen Buch drüber, also nicht in allen Details, aber so stichpunktartig. Und da gab es ja so mehrere Brennpunkte, jeden Tag in der Tagesschau und jeden dritten Tag ein Brennpunkt und so weiter. Und da waren die durchschnittlichen Quoten, kann ich mich entsinnen, bei Tagesschau und Brennpunkten, die lagen so, und auch heute Journal, also die lagen so bei Minimum 10 Millionen, eher so 12, 14 Millionen, manchmal noch mehr. Und jetzt feiern die sich, wenn sie hier in der abendlichen Propagandaschau um 20 Uhr 4 Millionen haben.
Das heißt, auch die Renten haben keinen Bock mehr, wenn sie abends zu Hause sind. Ich meine, das wird doch langsam ein Spartenfernsehen. Das guckt doch keiner mehr, wofür diese Milliarden abkassiert werden. Und das ist der neue Trend. Und deswegen haben die Angst. Die haben Angst, weil das ist ja von 12, 14 Millionen schon auf 4 gesackt. So, und wenn die mit dieser irrwitzigen Hetze gegen jeden, der eine andere Meinung hat, noch weitermachen, dann sacken die noch auf 2 Millionen, 1 Million. Also ich meine, die bespaßen sich am Ende nur noch selber. Und deswegen diese Hetze. Die versuchen jetzt, das Konkurrenzmodell der Alternativmedien, was du jetzt machst, oder Röper oder Alina oder wie auch immer, wo Leute hinkommen, die vorher nie Alternativmedien gesehen haben, weil diese Hetze hängt denen so zum Hals raus, die ertragen das auch nicht mehr. Und deswegen kommen immer neue dazu und das macht Angst. Das macht den demokratischen Medien Angst, dass eine andere Meinung vielleicht mehr gesehen werden könnte als ihre Hassparolen. Ja. Also, du bist ganz gefährlich. Ja, ich habe ja keine Angst, nicht immer zu den Leuten, die das so im Blödsinn schreiben und versuchen, auf uns die Bevölkerung zu hetzen. Ich würde denen einfach mal wünschen und empfehlen, ihr eigener Propaganda zu folgen und sich nochmal 4. oder 5. Mal zu impfen. Ja, weil das ist ja das so hilft. Toll. Ja, das hilft. Das ist natürliche Auslese. Ja. Also zum Schluss weil wir können ja ewig reden. Wir haben ja schon vorher, ich glaube, 2 Stunden Tee getrunken, ne, und haben die Themen auch mal durch und da haben wir uns nicht einmal wiederholt. Aber wir haben noch zu dem Festival noch. Ja, genau. Soll ich dazu noch mal was sagen? Ja. Weil hier steht doch gegen Narzissmus, ne? So, und hier steht übrigens, das ist halt für den Odessa-Film. Ja. Ne? Genau. Das ist extra nicht irgendwie wie beim... nicht beim Souvenirhandel. Genau, sondern das ist extra eingefertigte. Genau. Für deinen Film. Ja. Und da hatte ich ja schon gesagt, da war der Westen ja allzu viel vertreten, weil der feiert ja die Faschisten als Demokraten und Volksretter. Aber die dürften dabei sein. Die sind nicht gekommen. Also bestimmt. Also hat keiner verboten. Das kann ich nicht sagen. Das hängt ja an der Auswahlkommission zusammen. Das heißt, die haben geguckt, was sind antifaschistische Filme und da gab es dann wahrscheinlich nicht allzu viele im Westen. Vermute ich jetzt mal. Also ich war ja nicht in der Kommission. Insofern kann ich es nicht sagen. Aber ich kann sagen, wer dabei war. Und das ist zum Beispiel interessant. Also der Maxim Fadejew zum Beispiel, dieser aus Donetsk, der Filmemacher und Dokumentarist, der seit 8 Jahren den Krieg filmt, den es angeblich erst seit Februar gibt. Also seit 8 Jahren filmt er diesen Krieg und diese Verbrechen und diese Untaten. Ne? Der war da, der hat einen Sonderpreis gekriegt und hier der Pegow wird da, glaube ich, da ist die Betonung anders. Ich dachte mal Pegow, aber Pegow sagen die. Das kann beides sein. Also ja, ist egal. Also der macht diesen Wargonzo, diesen Kanal, ne? Und ja, der filmt ja auch schon seit 8 Jahren diesen Krieg. Das ist ein sehr bekannter Kriegsjournalist. Ja, also wir haben uns da schnell angefreundet. Der war zum Beispiel in Deutschland auf der Waldorfschule und kann auch ein paar Worte Deutsch. Also der ist nicht nur, der ist immer mit Soldaten, die an der Frontlinie sind. Also der ist permanent unterwegs und permanent unter dem Beschuss. Ja, genau. Seit acht Jahren. Da gibt es ja atemberaubende Aufnahmen, wie er unter Beschuss seinen Kommentar gibt, während der Explosionen sind. Seit 8 Jahren und nicht seit Februar. So, und diese Leute waren da und da erzählt ja der Odessa-Film mit dazu. Der Donbass-Film erzählt ja eigentlich auch nur die Geschichte vor Februar von den 8 Jahren. Ne? Diese Geschichte erzählt der Film. Und das ist, glaube ich, das Interessante, weil ich bin dann wieder zurück und habe dann wieder meine Tagespresse und dann lese ich wieder das Schicksal von dem armen Jungen in der Ukraine und da die ukrainischen Verteidiger und so. Während jeden Tag im Donbass durch ukrainische NATO-Granaten Menschen ermordet werden. Und wieder, Richtung, ja. Und wieder erfährst du nach wie vor nichts davon. Der Donbass, die Zivilbevölkerung, das Leid, was die ukrainischen Faschisten da anrichten und die Armee, also eine illegitime Armee beschießt diejenigen, die dagegen sind, dass eine illegitime Regierung an der Macht ist. So, und davon erfährst du wieder nichts. Ja, das ist wieder ein weißes Feld. Also ich war sozusagen bei dem Festival in dem weißen Gebiet, ja, wo das Thema seit 8 Jahren Thema ist und der Widerstand gegen Faschisten Thema ist und
dieser ganze Narzissmus in der Ukraine. Mittlerweile redet man ja auch vom Narzissmus in den westlichen Ländern. Das war vorher nicht so deutlich. Also ich denke nicht, dass es nicht klar war, aber dadurch, dass der Westen ja immer mehr sein narzisstisches Gesicht zeigt, wird es im Gegenzug sozusagen auch mehr thematisiert. Ne? Und da bist du wieder in diesen völlig getrennten Welten. Also man lernt diese Frontberichterstatter kennen, also den Maxim kannte ich ja schon länger, die seit 8 Jahren über diesen Krieg berichten und dann kommst du hierher und dann seit Februar und das Gebiet ist, gegen das eigentlich der Krieg geführt wird, nämlich der Donbass, ist wieder eine weiße Landkarte, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und da sage ich auch immer, geht wieder in das Kapitulationsmuseum, da war das genauso. Die Propagandakompanien der deutschen Wehrmacht, die sind nicht über die Frontlinie gegangen. Die haben nicht von dem Leid der sowjetischen Menschen berichtet. Die haben nur von den Erfolgen der deutschen Waffen-SS berichtet. Das ist genau dasselbe, was wir jetzt haben. Die da bombardiert werden seit 8 Jahren, existieren für die deutschen Medien nicht und für die deutsche Politik. Die sind nicht vorhanden. Und das ist also so mal zum Unterschied. Und deswegen wird es ein westliches Festival gegen den Narzissmus. Wird es nicht geben, solange diese Leute da an der Macht sind. Aber ich meine, das wird ja auch von unseren Medien nicht berichtet, dass eigentlich, das ist der Bürgerkrieg, in seinem Hauptteil sind Ukrainer gegen Ukrainer. Ja, ja. So, und auf der anderen Seite, auch in Donetsk, die Kinder, die sterben und die Zivilisten, die sterben, sind die nicht Menschen genug und nicht Ukrainer genug für unsere westliche Welt? Oder wie kann man das verstehen? Die bolschewistische Untermenschen. Ach so. Das hatten wir schon. Kartoffelkäfer. Kartoffelkäfer. Ist ja, ja, ist ja Ungezieferverrichtung. Kann man dann auch sagen, wenn zum Beispiel ARD, ZDF, Fokus Bild und wie die alle heißen, nicht über diesen toten Kinder berichten, ja schon seit 8 Jahren, dass die auch diese Ideologie weiterführen, diese narzisstische, weil es ist zwar jetzt nicht laut gesagt, ne, aber wenn man jetzt weiß, dass die nicht darüber sprechen, dass die anderen Kinder ja auch getötet werden von ukrainischen guten Soldaten. Das war ja genauso wie von guten deutschen Soldaten, die schlechten Bolschewiken getötet worden sind. Und Juden auch. Ja, ich habe ja da schon mal mehrmals drüber gesprochen. Also das kann man, glaube ich, auch nachgoogeln bei anderen Interviews. Ich beziehe mich immer, um das auch für den Staatsgläubigen ein bisschen verständlicher zu machen. Nicht, dass der sagt, weil ich zucke hier, man ist der Putin. Hör auf, Putin. Das sind so die Marionettenfilme. Da ist Putin, der Putin-Offizier mit dem Kalaschniker. Putin, der zuckt hier wieder an mir rum hier. Putin, hör auf. Jedenfalls, um das für die verständlicher zu machen, zitiere ich doch immer aus dem Gutachten, was der ARD-Programmbeirat schon im Juni 2014 über die Ukraine-Berichterstattung der ARD gemacht hat. So, das ist ja zig Seiten, Haufen Sendungen analysiert. Das ist sozusagen das oberste inhaltliche Aufsichtsgremium der ARD, den man, glaube ich, nicht nachsagen kann, dass das alle Putin-Trolle, Querdenker oder sonst wie. Ja, das sind vertreten ja die westliche Gesellschaft da. So, und die haben also diese Sendung analysiert, die dann von Anfang 2014 bis Juni da so breit in die Massen gestreut wurden durch unseren Staatsfunk und sind zu dem Ergebnis gekommen, einseitig, tendenziös, weglassen wesentlicher Zusammeninhalte, einseitige Schuldzuweisung und so weiter. Die haben das genau analysiert. So, und wenn ich das dann gleichsetze, weil das war so mein erstes Forschungsgebiet, also womit ich mich beschäftigt habe mit der Ende 80er Jahre, das war faschistische Ideologie in den deutschen Massenmedien im Dritten Reich. Also wie ist die faschistische Ideologie definiert, was ist der Inhalt, wie wird sie dargestellt und wie wird sie in Massenmedien rübergebracht, damit der arische Herren Mensch dem denn folgt, ja. So, und wenn ich diese Kriterien denn vergleiche und die Art und Weise, wie sie vermittelt wird, dann sehe ich da eine Deckungsgleichheit von über 80%. Also sowohl was die Inhalte angeht, als auch was die Form angeht, der Propaganda, der, also insofern, wenn man das in diesem Kontext betrachtet, ist schon der Programmbeirat der ARD im Juni 2014 zu dem Urteil gekommen, ohne die Wörter zu benutzen,
dass die ARD profaschistische Propaganda betreibt. Also die Berichtsmethode ist Propaganda und der Inhalt profaschistisch. Die Wörter haben sie nicht benutzt, aber alles, was sie geschrieben haben, bringt das sozusagen auf diesen Kern. Also der Programmbeirat hat das schon nachgewiesen, dass die ARD-Leute profaschistische Propaganda betreiben. Und da haben sie jetzt ja noch Inhalt noch einen drauf gesetzt. Also ich glaube, jetzt geht das schon über die 80%. Insofern kann man das so beantworten. Ja, und die Geschichte hat ja schon mal auch nachgewiesen, was in so einem Land mit solchen Medien passiert. Ne? 45, sage ich nur. Ja. Da müsste mal irgendwo auch bei denen mal Klick machen, dass das irgendwann mal zur Vernunft kommen soll und zumindest mal aufhören, die anderen Menschen zu entmenschlichen, weil dann sind die genau auf der Seite, gegen sie angeblich auch kämpfen. Dann müsste man wenigstens eine Spurenelemente von Humanismus in sich tragen, die erkenne ich bei diesen Leuten nicht. Ja, ist noch nicht so ein schönes Schlusswort für uns. Ja, vielleicht finden wir noch was Optimistisches. Wann passiert die Entnazifizierung Deutschlands? Ja, warte mal. Zum Schluss frage ich dich einfach, kann Deutschland noch aus dieser Misere jetzt mit Ukraine und Russland und sonst was noch irgendwie rauslenken? Was muss unsere Regierung, wenn sie dann doch bei Verstand ist, noch tun, aber sofort? Das ist ja eine Voraussetzung, die nicht gegeben ist. Also kriminelle Psychopathen sind nicht bei Verstand. Das heißt, es muss, das Volk muss das machen. Ja, eine andere Lösung gibt es nicht. Also wie gesagt, das ist ja so eine Sache, die ich immer sage, wenn es um Systemwechsel geht und über sowas reden wir ja. Ja, also dass aus dem Etikett Demokratie, auch wenn man es abzieht, auch dahinter Demokratie auftaucht. Also wenn man jetzt daran interessiert ist, dieses System, diesen Rechtsnachfolger des rechten Dritten Reichs zu einer Demokratie zu machen und also wo denn nicht nur auf dem Papier steht, das Volk ist souverän, sondern wenn er wirklich auch irgendwas zu sagen hat hier in diesem Land, anstatt immer nur die Systemparteien wählen zu dürfen, um dem Ganzen da einen legitimen Anstrich zu verpassen, während die Opposition nach wie vor verboten ist. Wie sagte Gregor Gysi im Bundestag, als er noch einigermaßen bei klarem Verstand war, 2014, sind Faschisten erstmal an der Macht, werden sie die nie freiwillig abgeben. Und dieses System, was wir hier haben, dieses jüdisch-bolschewisten, russophobe, ich hasse euch Regime, was wir hier haben, freiwillig gehen die nicht von der Macht weg. Also ich will damit ja nicht zum bewaffneten Widerstand aufrufen, sondern dass man einfach sagen muss, man muss die Leute so erkennen, wie sie sind, dieses Regime, und dann seine Handlungen danach richten. Ja? Zahle ich weiter Steuern, unterstütze ich weiter mit meinem sauer verdienten Geld diese Hetzpropaganda, abonniere ich wirklich weiter so eine Zeitung, die eigentlich mehr so als Ablage für die Kartoffeln im Winter dienen oder hier für die Meerschweinchen, wenn du dann so das Streuruf machst, so zum Feuchtigkeit auffangen. Du musst nur aufpassen, dass sie nicht an Lesen anfängt. Das ja, um Gottes Willen. Ja, dann zuckt das so. Ja, Russe. Jedenfalls, jetzt ist wirklich langsam jeder selber gefragt, ob er sich das noch lange antun will, weil man muss sich immer wieder verwertigen, 1%, 99. 99, 1%. Muss man dem wirklich in allem folgen, wo in diesem Ersatzpapier, da ich weiß ja nicht, wie sich das nennt, steht auch drin, das Volk ist der Souverän oder so ähnlich ist das formuliert. Ja, ja. Und ja? Meinungsfreiheit, da steht auch irgendwas. Also Meinungsfreiheit. Das ist ja übrigens, das beruht ja alles auf einem Irrtum. Also würde ich hier noch... Kannst du machen, also die kann man das glauben. Das war doch so der erste Gag so in den 90ern, als dann hier so die westdeutschen Kolonisten rinschwappten hier ins Land und sich so umguckten, den Block nehme ich, die Fabrik nehme ich, den Laden nehme ich. Ne? Und so nebenbei unterhielten sich noch so mit nativen Ostdeutschen hier, so mit Ureinwohnern, bevor sie denn so in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt wurden als Bevölkerung. Und da habe ich gesagt, also Glückwunsch! Jetzt kannst du endlich mal frei deine Meinung äußern. So, und der Irrtum besteht ja darin, dass sie nicht den Satz rangehängt haben.
wenn du unserer Meinung bist. Ja. Wenn du unserer Meinung bist, dann kannst du deine Meinung frei äußern. Ja, und dann habe ich auch mal gefragt, was die unter Demokratie verstehen. Ja, Demokratie ist, wenn man kann sich hinsetzen, eine Partei gründen, dafür Werbung machen, ins Parlament einziehen und eine Politik bestimmen. Haben sie auch wieder den Satz nicht rangehängt, wenn die Partei unsere Meinung vertritt. Das fehlte immer dabei. Und dadurch ist der Irrtum entstanden, dass man in einer Demokratie lebt. Das ist ja, vielleicht war es auch bewusste Irreführung, kann sein. Oder die haben es selber nicht begriffen. Also ich hab mittlerweile so viele Leute hier von diesen Kolonisten kennengelernt, die sich hier breit gemacht haben im Osten und die Führungsschichten übernommen haben, wo ich den Eindruck habe, die haben es wirklich selber ja nicht begriffen. Weil sie reden immer von Demokratie, sagst du eine andere Meinung, schon hauen sie drauf. Wo ich immer sage, aber Demokratie, eine Meinung, noch eine Meinung, gleichberechtigt? Nee, du musst die richtig vertreten. Wo ich mir mal sah, im Dritten Reich musstest du dadurch auch die richtige Meinung vertreten und nicht die andere. Und war nicht im Dritten Reich Radio Moskau unter Todesstrafe verboten anzuhören? Jetzt ist, na gut, Todesstrafe noch nicht, vielleicht kommt es ja noch, aber ist auch verboten. Also irgendwie, ich weiß nicht, ist das ein demokratisches Zeichen, andere Sender verbieten? Zelensky macht das auch. Der hat schon Hitler alles verboten. Hat schon auch verboten. Demokratischen Rundfunk, also ich weiß nicht, was gibt's, haben wir sowas in Deutschland? Ja, zumindest. Hier lebt es ein Amateurfunk also irgendwo. Seit Corona haben wir gar keinen Funk mehr, was demokratisch bezeichnet werden kann. Außer alternative Medien, ne? Die leider auch sehr zerstritten sind. Müsste auch mal vielleicht danach darüber nachdenken, wie wir wieder zusammenkommen, anstatt zumindest mal für eine Sache uns auf einen Tisch setzen und nachher alle anderen unterschiedliche Meinungen kann man ja auch nachher klären, wenn es Frieden ist. Das sind die Auswirkungen der Individualgesellschaft. Ich. Das fand ich so spannend. Kannst du ja machen. Fand ich auch so spannend, in dem ähnlichen Gespräch mit dem Kulturpolitiker, da erzählte mir der, dass er irgendwie vor kurzem mal in London war und was ihm aufgefallen ist, wenn er sich da mit Leuten unterhalten hat, also im tiefsten Westen sozusagen, im Erzwesten, weil die schicken ja jetzt die meisten Waffen in die Ukraine, neben den Yankees, naja, wie auch immer. Da sagte er, was ihm auffiel bei den Gesprächen war, die redet immer ich und reden, ich, reden. Also so richtiger Dialog war nicht möglich und das ging immer um die Einzelperson. Und das ist so der Unterschied, der mir aufgefallen ist, weshalb ich mich zum Beispiel in Russland so wohlfühle und auch jetzt hier beim Festival und unter den Leuten. Weil es gibt Unterhaltung, ich habe sehr viele Interviews geführt, verhalten die sich auch nicht wie der Westliche. Reporter, der sofort ins Wort fällt, weil da kommt ja nicht den Satz, den er hören wollte. Also muss er jetzt so lange dran arbeiten, bis er den Satz endlich hat, mit dem er dich diffamieren kann. Und der russische Reporter, egal welche Medien da alle auftauchen, immer dasselbe stellen eine Frage und warten, bis ich ausgeredet habe, ohne ins Wort zu fallen. Und drehen mir hinterher nicht das Wort um. Also das ist man ja nicht gewöhnt, weil das kennt man ja hier nur anders. Ja? Was mir dann eben auch so aufgefallen ist, also es war gleich ein muted Verhältnis, zum Beispiel auch mit dem Maxim sowieso, kenne ich ja schon eine Weile, auch mit dem Pegow, obwohl wir uns noch ja nicht kannten und so weiter. Also da kommt dann gleich so das Gemeinsame, ja. Also wir zusammen gegen Narzissmus, also da ist so dieser Gemeinschaftsgedanke noch viel mehr vorhanden, während der hier ja nicht da ist. Und das sind, glaube ich, so die Spätfolgen. Ja? Also die sind ja meistens von den alternativen Medien auch im Westen aufgewachsen. Und das ist so das Ellbogengesellschaft, Individualgesellschaft. Ich muss mich darstellen als der Tolle. Und denn, wie nennt sich, im Neudeutsch heißt das nicht teamfähig. Genau. Ne? Also da fehlt der Gemeinschaftsgedanke. Und das sind so die Auswirkungen. Um so große Veränderungen vorzubringen, müssen wir teamfähig sein. Wir müssen ein Team sein. Ja, ich hoffe, unsere Wörter werden auch gehört, von allem deine. Weil das ist meine Erfahrung aus 8 Jahren so zusammen und Mitarbeit bei alternativen Medien, dass die bei so Kleinigkeiten streiten, dass die selbst sich verhindern, was sie verändern wollen, das Ganze.
Ja, und das kann man nur zusammen. Also das war schon mal ein richtiges Schlusswort. Ja. Wir sollten mal wieder nicht nur an sich selbst denken. Runder Tisch. Genau, sondern einen runden Tisch. Und eigene persönliche Sachen etwas nach später verlagern und erstmal das große Gemeinsame machen. Danke, Wilhelm, für deine Arbeit. Danke für deine Zeit, für deine Gastfreundschaft, ne, die sich überhaupt nicht anders anfühlt als russische Gastfreundschaft. Und ich glaube, nächstes Mal sehen wir uns auch. Na, denke ich doch, oder? Und Filme von Wilhelm finden Sie auch in der, also die Links in der Beschreibung, weil von allem Film Donbass, Leben und Sterben in Donbass, das ist ganz wichtig jetzt, um zu verstehen überhaupt, warum der Konflikt zwischen der Ukraine entstanden ist und nicht zwischen Ukraine also und innerhalb Russland. Innerhalb der Ukraine. Ja, genau. Also, schöne Zeit, bis zum nächsten. Und tschüss.